Er vernichtet Haruns Theologie, Haruns Dauer, Haruns Koran, Haruns, eigentlich Haruns Sendung, aber der Harun nickt immer fröhlich und fleißig und merkt gar nichts. Der Tobias Singer vernichtet mal ganz nebenbei Haruns Dauer. Aber der merkt es gar nicht, sondern nickt fröhlich. Schaut euch das mal an. So, I ask you, the viewer, this question. If God wanted to convey, like if you were God, I ask you the question, and you were given a holy book, you're giving a holy book to a prophet, and you don't want anyone to ever change your message, right? So, imagine you have a holy book and you're giving it to mankind as an instructions of how to live. And you don't want anyone to ever come along and say, God changed his mind, right? What would you do? So this is what you would do. You would write in the book, this holy book, you'd say that no one can ever add to this book or take away from this book. And if someone says as a prophet, that God changes mind or is taken away anything or added something, kill him, he's a false prophet. Very simple. Is that what you would do? Is it's very simple. Let's say for a moment you are a spy. Work. Also habt ihr das mitgekriegt? Er hat gesagt, also wenn jetzt ein, wenn Gott will, dass ein Buch nicht verändert wird, dann schreibt er das rein. Zu diesem Buch darf man nichts dazu tun und darf man nichts wegnehmen. Und wenn dann ein Prophet kommt und sagt, da ist was dazu, da ist was weggenommen, dann tötet diesen Propheten. Ich meine, der Harun merkt nicht mal, dass der Tobias Singer hier Mohammed beschreibt und außerdem gleich noch klar macht, hey, die Tora ist nicht verfälscht. Kann gar nicht verfälscht sein, weil er ja ein allmächtiger Gott ist. Also Tobias Singer, vernichtet mal so ganz nebenbei Haruns komplette Dauer, die ja darauf fußt, dass die Bibel angeblich verfälscht sein soll. Also, ne, wir hören und verstehen, niemand kann das Buch verändern, da etwas dazu tun oder wegnehmen, wenn Gott allmächtig ist. Okay, sehe ich ein. Hat er recht. Dass das Ende des Islams ist, weil nämlich in dem Buch unter anderem tatsächlich das steht, was Tobias Singer sagt, dass man so einen falschen Propheten, wie Mohammed sich gezeigt hat, dass man den töten soll, damit ist, ja, das wäre das Ende des Islams sofort gewesen. Aber die Leute haben halt eben nicht die Tora gekannt, beziehungsweise die gekannt haben, die wollten natürlich auch schon gerne, dass Mohammed stirbt, aber ja, sind nicht damit durchgekommen. Und dann bringt er noch Stellen, wie zum Beispiel Deuteronomium 4 und Deuteronomium 13. Und da können wir uns mal angucken, was denn da so steht. Da wird, ja, wird Verschiedenes beschrieben. Moment, das muss ich aber... Das ist eigentlich 13, das ist das Bessere. Ja, Moment hier. Hier in Deuteronomium 4 wird gesagt, so erkenne denn heute und nimm dir zu Herzen, dass der Herr der alleinige Gott ist, im Himmel oben und auf der Erde unten, keiner sonst. Und nochmal, hier steht der in Großbuchstaben gedruckt, der Eigenname Gottes, der anders ist, den der Koran nicht kennt, den Mohammed nicht kennt. Und wie sich Gott Mose vorgestellt hat und gesagt hat, das ist für immer mein Name, der ändert sich nicht. Und dann kommt ein Mohammed und spricht von einem anderen Gott und kennt den Namen Gottes nicht. Und es geht noch weiter. 5. Mose 13 wird von Rabbi Tobias Singer noch genannt. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder, selbst Zeichen oder Wunder, und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, selbst wenn jemand den Mond spalten sollte, was übrigens im Koran nicht behauptet wird, was nicht behauptet wird, dass Mohammeds getan hat. Lest mal den Vers, was da tatsächlich steht. Von dem er zu dir geredet hat, indem er sagt, lass uns anderen Göttern, zum Beispiel einem, der dann Allah heißt, dessen Name Lah ist, dessen Name nicht das Tetragrammaton ist. Lass uns anderen Göttern, die du nicht gekannt hast, nachlaufen und ihnen dienen.
dann sollst du nicht auf dem Weg, auf dem die Worte dieses Propheten hören und auf den, der die Träume hat. Denn der Herr, euer Gott, stellt euch auf die Probe, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, und achtet mal darauf, wie oft hier der Eigenname Gottes vorkommt. Es geht also wirklich nicht nur darum, ja, Gott, so. Es geht darum, dass es dieser Gott ist mit diesem Namen. Ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele liebt, dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten. Seine Gebote sollt ihr halten, seiner Stimme gehorchen, ihm sollt ihr dienen und ihm anhängen. Und jeder Prophet oder der, der die Träume hat, soll getötet werden. Denn er hat Abfall vom Herrn, eurem Gott, gepredigt, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt und dich erlöst hat aus dem Sklavenhaus, um dich abzubringen von dem Weg, auf den du zu gehen, der Herr, dein Gott, dir geboten hat. Und du sollst das Böse in deiner Mitte wegschaffen. Und zu diesem Bösen zählt Mohammed, weil er von einem anderen Gott gesprochen hat. Und du sollst ihn steinigen, dass er stirbt, denn er hat versucht, dich vom Herrn, deinem Gott, abzubringen, hin zu Allah. Zum Beispiel. Oder einem anderen Götzen. In diesem Sinne wird doch hier mal ganz klar deutlich, dass Tobias Singer da ein bisschen andere Hintergedanken hat, als Harun das vielleicht so gemerkt hat. Und übrigens, habt ihr schon mal, und lieber Tobias Singer, du hast fast wörtlich Offenbarung 22 zitiert. Ist mir auch aufgefallen. Bist du dir darüber im Klaren? Schauen wir mal, was da steht. In Offenbarung 22, da steht, stell dir mal vor, und lieber Harun, so viel auch zur Bewahrung des Evangeliums und des Neuen Testaments und der Bibel als Ganzen. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Kann man natürlich sagen, gilt jetzt nur für die Offenbarung. Man könnte auch sagen, gilt für das gesamte Neue Testament. Man könnte auch sagen, das ist Abschluss der Bibel, zählt für die gesamte Bibel. Wie auch immer, selbst wenn ich das minimale Verständnis nehme, dass es für die Offenbarung gilt, dann sehe ich zum Beispiel in Offenbarung 5, wie Jesus als das Lamm, als das Opferlamm, das für alle Menschen, für die Sünde aller Menschen gestorben ist, wie dieses Opferlamm angebetet wird, weil er der Retter ist, weil er der Held ist, weil dieses Lamm nicht nur ein Lamm ist, sondern auch der Löwe von Juda. Und selbst an dieser Stelle mit dem minimalsten Verständnis, selbst das zerstört den Islam komplett und nicht nur den Islam, sondern auch die falsche Theologie Tobias Singers, der vom Neuen Testament, der vom Messias abgefallen ist und Wege geht, die Gott nicht will, sondern Gott will, dass die Menschen an den Messias glauben, auch wenn in Jesaja 53 im ersten Vers schon klar wird oder in den ersten Versen schon klar wird, dass die Juden am Anfang den Messias ablehnen werden, aber die sind trotzdem eingeladen, die dürfen kommen. Also, es gibt keine Veränderung, nicht in Offenbarung, nicht im Alten Testament, in der gesamten Bibel nicht. Und dann spricht er noch über Jeremia 31. Übrigens auch nicht im ersten Buch des Neuen Testaments ist Offenbarung Genesis. Ja, das hast du gut gesagt, Offenbarung Genesis. Aber da müssten wir vielleicht nochmal den Amir fragen. Der weiß, der kennt ja, das ist das Neue Testament in- und auswendig. Und er weiß sogar, was in Offenbarung Genesis geschrieben steht. Am Anfang war das Wort. Ja, es gibt schon wirklich Spezialisten, wo wir froh sein können, dass es solche Bibelkenner gibt unter den Muslimen. Was würden wir nur ohne solche Leute machen? Ja, da hätten wir ein sehr langweiliges Leben, oder? Nee, hätten wir nicht. Ja. Das Interessante hierbei ist ja noch, ne, wir haben das, was Tobias hier sagt, und dann kommt der Koran und behauptet, das zu bestätigen, was vorher kommt. Und dann, selbst im Koran, gibt es noch diese ganzen Abrogationen. Also das widerspricht dem komplett. Von daher, ja, wie du schon gesagt hast, Tobias, ja, komplett widerlegt hier. Er vernichtet Haruns Theologie, Haruns Dauer, Haruns Koran, eigentlich Haruns Sendung, aber der Harun nickt immer fröhlich und fleißig und merkt gar nicht, und Haruns Propheten vor allem.
Ja, und Harons Propheten und merkt gar nicht, dass das alles gerade den Bach runtergeht, wenn er so fleißig nickt. Aber ja, so ist das manchmal.